Ja, Herr Nagel, die Neverending Story Reichshofstadion geht in eine neue Runde. Letzte Saison schien alles klar zu sein. Jetzt gab es mit Saisonauftakt wieder Diskrepanzen zwischen der Austria Lustenau und dem FC Lustenau über Zahlungen, die zu leisten sind, über die Nutzung des Reichshofstadions. Wie ist denn Ihr Standpunkt aktuell zu dieser Situation? Ja gut, vor einem Jahr haben wir geglaubt, dass die Wogen geglättet sind, dass eine Lösung gefunden wurde, und wir wollten eigentlich nichts anderes wie eine Verlängerung der bestehenden Vereinbarung, und das war dem FC zu viel. Und was ich besonders traurig finde, der FC findet es nicht notwendig, überhaupt mit uns in Kontakt zu treten. Die sagen, was so viel sie bezahlen möchten, und das soll es dann sein. Und sie werden heute erfahren, dass dem eben nicht so ist. Das Stadion ist zwar im Besitz der Gemeinde, die Austria hat einen unbefristeten Pachtvertrag oder Mietvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen, hat auch viel Geld selbst investiert in die Infrastruktur. Geht es hier wirklich auch um das, oder ist es auch ein bisschen die Konkurrenz zwischen den beiden Vereinen, die hier durchschlägt immer wieder? Ja gut, es wird sicher auch ein Konkurrenzdenken da sein. Die Problematik ist natürlich eine große. Wir waren allein im Stadion, es war immer der Austria-Platz. Genauso wie der FC-Platz im Holzstraße, das war eben die Heimat vom FC, und das Reichshofstadion ist unsere. Und auf einmal, nachdem wir viel Geld investiert haben, möchte halt der FC sich hier breit machen. Hätten sie gleich viel Geld in ihr Stadion investiert wie wir in unseres, hätten wir die ganze Problematik nicht. Es gab von Seiten der Gemeinde in der Vergangenheit auch immer wieder Töne, langfristig soll der FC eine eigene Spielstätte bekommen. Jetzt heißt es wieder, es ist kein Geld da. Glauben Sie da wirklich noch an eine Lösung, dass es hier mal eine zweigeteilte Lösung geben kann? Oder glauben Sie, dass langfristig hier wirklich man sich irgendwie einigen wird müssen auf ein Stadion? Ich glaube, langfristig wird man sich nicht einigen müssen, weil Lustenau wird sich nicht zwei Profiklubs auf Dauer leisten können. Und somit gibt es früher oder später sowieso nur mehr einen. Ich möchte mir jetzt nicht festlegen, wer das ist, aber es kann nicht zwei Profiklubs geben in Lustenau. Ich verstehe auch, dass die Gemeinde das nicht fördern will, aber dass dem FC genauso ein Fußballplatz zusteht und sie unbedingt einen brauchen, da bin ich natürlich felsenfest davon überzeugt. Es wäre auch das Geld gut angelegt. Nur müsste halt vielleicht auch der FC dann ein paar Euro in die Hand nehmen und schauen, dass auf seinem Fußballplatz, wenn sie Profifußball spielen, ein taugliches Stadion wird, und vielleicht auch ein bisschen selbst was dazu beitragen, wie das Alltag im Moment macht und das wir auch gemacht haben. Denken Sie, dass es hier heute eine Lösung geben wird, oder sind Sie mittlerweile nach so vielen Verhandlungsrunden schon ein bisschen, soll ich sagen, pessimistisch auch, dass es hier nun plötzlich die Lösung zu finden ist? Ich glaube nicht, dass es zu einer friedlichen Lösung kommen wird, aber wir werden dem FC heute sagen, was Sache ist. Sie haben die letzten zwei Spiele unsere Stände benutzt, obwohl wir es ihnen untersagt haben. Sie haben die einfach in Beschlag genommen, und sie werden dafür die Rechnung präsentiert bekommen.